Das sicherlich prägende Ereignis im Berichtszeitraum war die Entscheidung der Bundesregierung, bei allen, die über die Balkanroute nach Deutschland flüchteten, Asylverfahren durchzuführen und sie nicht in die Nachbarstaaten zurückzuführen. In einer Situation, in der das europäische Asylrecht versagte, wurde Deutschland so seinen menschenrechtlichen Verpflichtungen gerecht. Ebenso prägend für Deutschland war die überwältigende Hilfsbereitschaft der Bevölkerung im Herbst 2015. Sie hält in vielen Bereichen bis heute an und sie verlagert sich von der Ersthilfe immer mehr auf die Hilfe bei der Integration, beim Deutschlernen, auf dem Arbeitsmarkt oder in der Freizeit. Die engagierten Menschen haben verstanden, Integration braucht Zeit und sie braucht den persönlichen Kontakt. Hier wird eine Kultur der Menschenrechte gelebt. Die Anerkennung, dass der andere die gleichen Rechte hat, sein Leben in Frieden und Selbstbestimmung zu leben. Gleichzeitig gab und gibt es als Reaktion auf die Flüchtlinge einen starken Anstieg der Angriffe auf Unterkünfte und Asylsuchende. Ich finde es empörend, dass Menschen das Dach über dem Kopf angezündet wird, Menschen, die gerade erst ihre zerbombten Häuser verlassen mussten. Hierfür gibt es keine Rechtfertigung. Solche Angriffe sowie Aufstachelung zu Hass und Gewalt müssen konsequent strafrechtlich geahndet werden, egal ob sie aus dem rechtsradikalen Milieu kommen oder von sogenannten besorgten Bürgern. Im Berichtszeitraum gab es in Deutschland angesichts der hohen Flüchtlingszahlen zahlreiche Veränderungen von Gesetzen und Verwaltungspraxis. Insgesamt ergibt sich ein uneinheitliches Bild. Ich möchte einige Bereiche herausheben. Erstens Unterbringung. Die dringendste Herausforderung für Deutschland war es, die vielen geflüchteten Menschen menschenwürdig unterzubringen. Hier haben, und das kann man nicht oft genug betonen, Bund, Länder und Kommunen mit Unterstützung der Zivilgesellschaft gerade in der unmittelbaren Notsituation eine großartige Leistung erbracht. Jedoch für die Qualität von Erstaufnahmeeinrichtungen gibt es überwiegend keine verbindlichen Standards in den Ländern. Bei unserer Abfrage haben nur 7 der Bundesländer angegeben, solche Standards schriftlich fixiert zu haben. Schutz vor Gewalt, Schutz der Privatsphäre, zugängliche Beschwerdemöglichkeiten – all das ist nicht Bedingung für das Betreiben einer Erstaufnahmeeinrichtung. Ebenso überraschend, wo Standards vorhanden sind, sind sie nicht immer veröffentlicht. Und schließlich, die Einhaltung von Standards muss auch wirksam überprüft werden, am besten durch externe Instanzen. Das geschieht bislang nur in 2 Ländern. Besonders schutzbedürftige Flüchtlinge brauchen besondere Unterbringung und Versorgung. Das gilt für Kinder, ob begleitet oder unbegleitet, für Menschen mit Behinderungen, für Schwangere, für Opfer von Folter oder sexualisierter Gewalt sowie für traumatisierte Menschen. Sie alle müssen bei ihrer Ankunft in Deutschland systematisch identifiziert werden. Doch das geschieht noch immer nicht. Zweitens, Asylverfahren. Kern des Asylrechts ist es, dass jeder Mensch ein faires Verfahren bekommt, in dem individuell festgestellt wird, ob diese Person schutzbedürftig ist. Unsere Untersuchung zeigt, die Maßnahmen zur Beschleunigung der Asylverfahren sind unter dem Gesichtspunkt von Rechtsstaatlichkeit und Fairness fragwürdig. Das gilt für die Einstufung von weiteren Ländern als sogenannte sichere Herkunftsstaaten. Das gilt auch für die beschleunigten Asylverfahren in besonderen Erstaufnahmeeinrichtungen und die Verfahren in speziellen Ankunftszentren. Diese haben wir exemplarisch in 3 Ländern untersucht. Wir haben festgestellt, die Flüchtlinge haben nicht ausreichend Zeit, um nach der Flucht zur Ruhe zu kommen. Die unabhängige Verfahrensberatung ist nicht verbindlich und sie ist nicht zeitgerecht in das Asylverfahren eingeplant. Besonders Schutzbedürftige werden nicht aus den beschleunigten Verfahren herausgenommen, weil es eben keine ausreichenden Verfahren gibt, um sie zu identifizieren. Zurzeit wird der Ruf nach neuen Flüchtlingsabkommen nach dem Muster des EU-Türkei-Abkommens lauter. Ich sehe das mit großer Sorge. Solche Abkommen drohen, den individuellen Rechtsanspruch auf Asyl in der Europäischen Union zu untergraben. Sie können dazu führen, dass Menschen rechtswidrig inhaftiert oder zurückgeschoben werden.
Damit Schutzsuchende sicher nach Europa kommen können und nicht ihr Leben auf dem Mittelmeer riskieren müssen, sollten alternative Zugangsmöglichkeiten erheblich ausgebaut werden, etwa dauerhafte und temporäre Aufnahmeprogramme für Flüchtlinge aus der Türkei, aus Libyen oder Jordanien. Drittens, Integration. Das Institut hat geflüchtete Kinder befragt, wie sie ihre schulische Situation empfinden und wie ihr Alltag in Gemeinschaftsunterkünften aussieht. Es zeigt sich, geflüchtete Kinder wollen möglichst schnell in die Regelschule gehen, sie wollen Deutsch lernen und Teil der Gesellschaft werden. Dennoch und obwohl Bildung der wichtigste Schlüssel für eine erfolgreiche Integration ist, können die meisten Kinder in Erstaufnahmeeinrichtungen keine Schule besuchen. Die sofortige Schulpflicht für geflüchtete Kinder gibt es einzig in Berlin, Bremen, Hamburg, dem Saarland und Schleswig-Holstein. Hier erinnern wir daran, Bildung ist ein Menschenrecht für jedes Kind.